Hallo und herzlich willkommen. Genau, ihr habt es im Titel gesehen und seht es hinter mir. Wir sind im Sortimo Innovationspark in Zusmarshausen. Hier stehen insgesamt 72 Ladepunkte zur Verfügung, 32 davon Supra-Schnelllader, also auch Tesla V3. Und die Gesamtkapazität, die hier angegeben wird, wären ungefähr 20.000 Fahrzeuge pro Tag, was einer CO2-Einsparung von 30 Tonnen CO2 pro Jahr entsprechen würde. Ihr seht, die Zukunft der Elektromobilität könnte gleichzeitig auch die Zukunft der Mobilität sein. Der Innovationspark befindet sich ungefähr 15 Kilometer außerhalb von Augsburg Richtung Ulm, Stuttgart, direkt an der Autobahn, super einfach zu finden und alles, was man braucht, unter einem Dach. Das innovative Konzept vom Innovationspark ist dies, dass man eben an der Säule selber keine Identifikation vornehmen muss. Man muss sich lediglich die Nummer merken, wo man laden möchte. Und mit der Nummer kann man dann anschließend drinnen im Terminal, welches ich gleich zeigen werde, den Ladevorgang starten. Wir sind jetzt hier allerdings am Tesla Supercharger, am V3 und laden für die Heimreise in die Schweiz. Hier seht ihr nochmal eine kurze Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Man kann das Fahrzeug anstecken, das E-Loaded-App herunterladen und die Freischaltung direkt hier am Fahrzeug vornehmen mit der App. Oder aber, wenn man keine App herunterladen möchte, kann man das drinnen an dem Terminal erledigen. Mit Kreditkarte oder Bar, was man möchte. Die Schnellladesäulen hier in der Mitte, sie sehen nicht nur extrem geil aus, sie sind auch sehr praktisch. Da überdacht, gerade wenn es regnet, ist der eine oder andere Elektrofahrer sicher froh, wenn er nicht im Regen stehen muss. Zusätzlich zum ganzen Laden hat es nicht nur natürlich Toiletten, sondern auch eine Bakers-Filiale und eine Energy-Box, wo man sich entsprechend Erfrischungen, Getränke oder Snacks kaufen kann. Ich würde mal sagen, selten so einen coolen Ladepark gesehen wie hier, den Innovationspark. Das fehlt in der Schweiz definitiv noch. Und falls ihr euch fragt, die Öffnungszeiten vom Bakers sind täglich von 6 bis 20 Uhr abends. Also auch hier sollte für die meisten Reisenden das kein Problem darstellen. Bis 20 Uhr finde ich gut. Übrigens, was ich euch noch zeigen wollte, hier haben wir die farbliche Unterscheidung. Die Schnelllader in Blau und die DC-Lader in Orange. Das seht ihr auch hier direkt an den Säulen. Hinten dran 35 kW DC Charger für 45 Cent die Kilowattstunde. Auch barrierefrei zugänglich, sehr freundlich, hell und sauber die Toilettenanlagen, genauso wie man sich das wünschen würde auf dem Weg in den Urlaub oder auch wenn man hier täglich laden muss. Ja, was soll ich sagen, wieder mal war der V3 schneller als das Mittagessen, schon fast auf 100%. Um Blockiergebühren zu sparen, werde ich ihn jetzt umparkieren
und dann noch ein kurzes Fazit. Gerne mein Fazit, also wenn das hier die Zukunft der Elektromobilität ist, dann sehr gerne, auch was die Mobilität an sich anbelangt. Sehr schöner Ladepark, saubere Toiletten, Essensmöglichkeit, ein kleiner Kiosk, wo man alles findet, was man benötigt, superschnelle V3 Charger für Tesla und auch sonst Schnelllader für andere Marken und auch 35 kW Lader für langsamere. Von daher passt hier alles wirklich super zusammen. Ich bin hell begeistert und bin froh, dass wir hier den Abstecher noch nach Zusmarshausen gemacht haben. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, ein Like und wie immer vergesst die Glocke nicht. Und dann freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal. Tschüss!